Kriegst du überhaupt nichts von mir, ey. Ja, ja, weil du verschwendest. Autre gibt schon an, was sie am liebsten haben will. Oh, Alter. Dreht auch alles um, was ich sag. Ja, immer. Ja. So funktioniert heute. Das. Wunfi, dankeschön. Du weißt mal, wie das ist. Ja, doch. Ob ich das mal. Weißt du, wie es ist? Wie es im Leben eines Mannes ist, oder was? Ja. Das ist eine gefährliche Sache. Wenn ständig alles vorgeworfen wird. Ja, und vor allem im Mund umgedreht. Egal, was man sagt. Ich finde meine Taverne, dass sie so unfertig aussieht. Das soll ja auch irgendwie so bleiben. Vielleicht werde ich das aber trotzdem nochmal ändern. Ich zeige das mal ganz kurz vom Weiten, Leute. So sieht meine Taverne von der Seite ja. Oh. Mein Boot geht unter. So schlimm? Nee, mein Boot geht gerade unter, warum auch immer. Meine Taverne von der Seite aus. Das hat aber gedauert jetzt. Ahürk? Ahirsch? Das geht's euch gut. Soll ich euch irgendwie einen Arzt rufen oder so? Wenn ihr ja, das Gefühl habt, ihr auch Schlaganfall oder könnte. Was ist los bei euch? Ich glaube, das ist schon schlimmer als ein Schlaganfall. Okay, Power ist kaputt. Können wir die austauschen wieder? Gibt's dann noch Rückgaberecht auf die? Oh, nee, so. Kommt von Saturn, da gibt's keine Rückgabe. Ja, scheiße. Also, das ist Geburtstag gehabt, das von daher. Garantie abgelaufen. Genau. Das fängt schon an zu pfeifen. Was fängt an zu pfeifen? Jetzt auch das Teekessel-Syndrom? Ja. Das waren meine Stimmbänder. Weißt du, die Stimmbänder sind das halt. Deine Stimmbänder pfeifen? Würde ich mal zum Arzt gehen, Power, aber echt. Wenn sie nicht rauchen, ist ja alles in Ordnung. Dankeschön. Mensch, wenn ich den Chat nicht, ich mein Hirn würde irgendwie. Das sagt nichts mehr, sonst würde ich die kriechende Antwort geben. Oh! Welches Hirn? Ich wollte eigentlich die Palisade weiterbauen. Okay, die ist. Guck mal! Das ist zack, fertig gebaut. Seht ihr mal, wie schnell ich das. Ich brauche nur dran denken und dann ist sie schon fertig. War doppelt gesichert jetzt. Sieht sogar gut aus mit dem. Fluss rein. Mit diesem mittleren Teil, finde ich sehr gut. Dann sind nämlich die Angreifer, die vom Fluss kommen oder vom Meer kommen. Ist das Fluss? Das ist ein Meer, oder? Das ist ein Meer, glaube ich, soweit. Ja. Wenn sie vom Meer kommen, dann sind sie wenigstens dann, werden sie geteilt, müssen sie dann entweder links oder rechts. Ach, meine Frage, wer von uns wird der Bootfahrer? Ex nicht. Mal der Frage. Hallo? Außerdem heißt das Kapitän, nicht Bootfahrer. Nein, das heißt Bootfahrer, weil Kapitän möchte ich hier. Möchte man in dem Zusammenhang nicht sagen. Ich bin die Steuermann, Frau. Genau deswegen. Mann passt schon. Hey. Echt mal. Also das Frau ist ein steuerzahlendes Mann-Frau-Wesen. Genau. Was? Das habe ich gerade so verstanden. Das habt ihr heute alle gekifft, ey. Fragt euch nicht heute. Liebe. Was ist mit dir kaputt? Also dann verzichte ich lieber auf Liebe, ganz ehrlich. Hä? Ach, da hinten hast du auch nochmal abgedingst. Schatz, das mit Liebe ist jetzt gegessen. Okay. Wenn ich dann nach Hause bin, lieber nicht. Was? Liebe essen? Ich bin auch gerade überlegen. Warum bin ich umfallen? Ja, Liebkuchenherzen. Fand ich noch nie gut, die Dinge. Vom Jahr mag ich auch nicht, aber dieses Scheißloch dazu. Weihnachtsstern? Reinkacken? Guck mal hier, wie kriege ich das zu? Naja, es ist. Spachtelmasse eventuell. Kommt drauf an, was du vorher gegessen hast, ja.
Wie kriege ich das? Wie, gibt's hier eigentlich Dreiecke? was ich da baue, das ist die das Dixie-Klo vom Stone, was er mir mal hingesetzt hat. Das war, damit wir hier so eine Smithy stehen haben. Aber ich weiß nicht, ich baue jetzt gerade irgendwas dazu. Eigentlich will ich die Taverne bauen, ich brauche aber Edelholz. Ich habe jetzt keinen Bock auf Edelholz zu holen. Oh, jetzt ist das schief. Ich muss Edelholz holen, doch. Komm gleich wieder. Oh, es ist wieder dunkel. Können wir wieder schlafen gehen kurz, Leute? Nein. Nee, muss mich gerade mit dem Gnom mit dem Dwarf kloppen. Du willst dich selber, haust dich gerade im Spiegel, haust dich gerade. Wer gewinnt, ich oder ich? Asna, gute Nacht. Was hat er denn hier noch davor gebaut? Mhm. Rafe, dein Vordach ist irgendwie... Oh, seid ihr süß! Ich möchte keine Kritik hören, sonst wirst du verbrannt. Wenn man hier vorbei rennt. Ich wollte so... Und dann bin ich erstmal voll am Vordach abgeprallt. Pech. Beim Durchsprinten. Egal. Ich verstehe die Frage nicht. Egal, ich leg mich. Legst dich? Doch, legst die nieder. Ja, so. Nein. Ja, yeah. Ich kann mich auch hinlegen. Wir liegen. Ich hab Bett bei mir stehen. Du kannst das andere Bett von mir gerne abschauen. Wenn ich auf den Punkt bin und den höheren Punkt angrabe, dann macht's es höher. Nee, niedriger. Niedriger. David, Dragon David, guten Abend. Auf die Höhe, wo du bist, oder wenn du Shift drückst, wird die Höhe angepasst, wo du drauf guckst. Das heißt zum Beispiel, hast du hast jetzt einen Ohm. Es sind Gegner in der Nähe. Welche Gegner sind denn hier bitte? Wie bei Minecraft. Jetzt liege ich hier weg hier alleine. Und eben über dir, willst du es von unten gucken, dass du es gerade kriegst, dann kannst du von unten und Shift drücken und dann kannst du es verteidigen. Ja, okay. Ne, Doombreaker, Eco habe ich sogar. Übrigens, guten Abend. Habe ich das Spiel, aber fand ich irgendwie nie so. Ja, und für Fahrt machen ist dann welche Art Feuerquelle braucht man denn? Dem reicht da eine Fackel oder? Für Lagerfeuer am besten einfach Lagerfeuer aufreißen und dann. Fackel reicht nicht. Und es muss unter Dach sein. Da wird nur Gras weggemacht. Komm nicht im Bett. Nee, es muss noch, ich komme. Schick dich zu Benny. Sie muss noch. Bitte, es gibt hier keinen. Gibt hier keinen. Schnell auf Toilette. Hau Huck hockt noch im Gebüsch. Ja, heute ist nicht besser. Jetzt kann ich mich hinlegen. Und aber schön sauber machen, sonst tropft's mit Brennnessel, bitte. Sauber machen. Brennnessel. Persil. Persil am Still. Soll oder gesund sein. Was soll gesund sein? Brennnessel? Mhm. Brennnessel sind gut für die Durchblutung. Ja. Aber nicht zwischen den Beinen, das sage ich dir. Da fällt mir gerade wieder Finn Kliman an. Er hat in einem Video hat er gemeint so, boah, Brennnesseln, die sind gesund und beißt halt voll rein. Ja, als Salat und als Tee funktionieren die auch. Ja, schon, Tee, aber halt nicht so roh, genau. Die reinziehen. Ja, kann man auch. Und es gibt halt die bekloppten Saunagänger, die sich mit Bündeln von Brennnesseln auspeitschen gegenseitig. Oh, das ist schön. Ja? Was ist ein Yu-Gi-Oh? Halt ne? Kennt das jemand? Yu-Gi-Oh? Kartenspiel. Battle-Kartenspiel. Ja, Yu-Gi-Oh! Kenne ich schon, aber Yu-Gi-Oh! Ich glaube, er meint Yu-Gi-Oh! Oder sowas, ne? Ja, Duel Links. Duel Links, das ist ein Spiel davon, ein Ableger. Okay. Ey, sag mal, die Karre kann ja Holz tragen, ne? Dex, ja, da kannst du alles drauf schmeißen. Shit, ich warum nicht? Willst du Ware kaufen? Yay, ich bin zufrieden, mein Haus ist vorübergehend. Ich hab den Anfang. Es steht. Weiß nur noch, bis du ganz mich dann. Eine Rose kaufe? Hast du? Hast gar keine Edelholz? Was ist denn das? Eine Blume. Ich hab keine Spritze. Keine Axt dafür. Keine Spritze. Was hast du denn? Axt. Genau. Stone, hast du die Karre noch? Oder ist das die Karre vom Stone? Das ist die Karre. Das ist die. Haben wir nicht? Wir können auch noch. Oh Mist. Kannst du vielleicht gerne haben, ja, aber ich gehe gleich auch bei mir. Weil ich müsste immer ganz kurz edel. Ganz edel. Und ich bin ganz kurz edel. Auch in den Dungeon. Ich würde gerne ins Dungeon gehen, ja? Ups. Das war die Frage. Ja, das würde ich gerne auch mitmachen. Ach, wenn wir das nicht wollen. Und mein Slack dann liefert. Du kannst sagen, oh nö. Hallo. Du bist nicht alle mit, weil ich bleib zum Beispiel. Ich wollte nicht sterben. Okay.
sonst mach ich den nächsten Dungeon mit. Mach doch. Die Welt ist eh riesig, also. Da kommen noch einige wahrscheinlich. Doch, wir machen jetzt gleich einen Dungeon. Genau, lasst mal vorbereiten. Mach mal, ich guck dann zu. Nee, du machst mit. Kann ich hier in Ruhe meinen Acker machen, weil das leckt mir nicht. Du machst schön mit. Alle außer Haus sind, dann. Einer muss ja Kufu sein. Gnome. Hm? Kannst du mal kurz herkommen? Ja, gleich. Wie viel Holz habe ich eigentlich noch? Wenig. Du bist da hinter der Werkstatt, ne? Oh, die Lags sind aber unangenehm beim Bauen, ne? Beim Abbauen oder beim Bauen überhaupt. Ah, gibt's umsonst, okay. Aber ich hab mich damals schon nicht für Yu-Gi-Oh! Interessiert. Bin ich überhaupt nicht in dieser Materie mit drin. Hallo Bellybutton, guten Abend. Ich bin Anime so gerne geguckt. Ach, ich hab keine Steine. Ich glaube, das müsste noch eins höher, damit man hier vernünftig drauflaufen kann. Mhm. Wie? Was? Das hier drin, Lagerfeuer. Ja. Dass da ein Öffnung ist, aber nicht rein. Öffnung. Eine Öffnung. Ja. Du baust ein Stück hoch, lässt oben ein Stück Wand weg und machst Dach drüber. Nur eine Öffnung. Öffnung? Öffnung. Ich bin eigentlich recht weit von euch weg, aber das sieht so lustig aus. Die Schläge kommen immer so eine Minute später erst an. Also theoretisch wäre ich jetzt eins. Du könntest jetzt die beiden Wände wegnehmen und dann einfach ein Dach oben drauf bauen. Also so und dann einfach... Und dann einfach das Dach von oben, was jetzt mit dem Giebel kommt, einfach durchziehen. Alter, wie lange die Türen brauchen, bis sie auf und zu gehen. Ja, ne? Nee, gar nicht mal. Du würdest doch jetzt noch oben die Spitze aufs Dach bauen, oder nicht? Ja. Das und die noch. Ziehst du einfach dieses eine Feld weiter. Ach, gibt's da eigentlich so eine große Spitze oder muss ich das jetzt auch mit Schrägdächern machen? Nee, da musst du in dem Fall zwei Schrägdächer nehmen. Okay. Ich hab gerade auch kein Baumaterial, oder? Hopp. Ja, doch, so ein kleines bisschen könnte ich was machen. Ein bisschen habe ich noch. Und die Lecks sind so grottenschrecklich. Das ist so schlimm. Oh, so meinst du jetzt, ne? Genau. Oh. Was ich auch machen würde, ist... Oh Gott, hier wird's schon rot, so allmählich. Oh, Benni, dein Haus sieht doch auch gut aus. Noch nicht fertig. Was? Komm mal jetzt mal gucken. Da steht das ja, hat er genommen. Werkbank und ein Bett. Das war's. Und das würde ich auch machen. Ja, so durchziehen drüber. Aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht die Ressourcen für haben. Ja, welche sind das? Die 2 Meter? Ja. Ja. Hoffe mal hier erstmal. Zack. Mir geht's gerade erstmal. Ich will doch nur das Ende da noch. Oh, so, und dann drüber weggesprungen, ne? Ich pack jetzt mein Flug und meine Möhrensamen in meine Kiste. Kann sich jemand nehmen, wenn dann jemand Möhren anbauen will oder so. Warte mal, hab ich schon. Danke, Papa. Uff. Aber gerne. Welcome. Meinst du jetzt hier nochmal, ne? So. Was meinst du, Paul? Ich hab nicht zugehört. Ich hab jetzt hier vorne an dem Dach auch nochmal so einen Pfeiler platziert. Genau, den meinte ich. Ach, nix. Einfach die Schnauze. Und dann zack. Power ist bescheiden, wie man... Genau, jetzt sollte das auch mit den Farben wieder besser funktionieren. Wie man kontert jetzt. Ja, ich kann... Ne, ja, ich muss Holzfarben. Ich hab kein Dach, Material mehr. Oh, danke, die Hälfte braucht... Irgendwie ist hier gerade noch ein Dach weggefallen wieder. Nein, bitte nicht. Ja, hier oben ist alles eins zu weit? Ich weiß es nicht. Ja. Also vom Radius her müsste es passen. Der Radius ist nicht das Thema. Es geht um das, wo du es dran anbaust. Ja, das ist am Limit. Du bräuchtest prinzipiell hier noch in der Mitte nochmal eine Stütze. Also jetzt hier oben vom Dach einfach nur, oder? Müssten wir mal gucken. Du siehst ja, das fällt jetzt beides runter. Jetzt wird es hier grün. Seht ihr diesen kleinen Millimeter, wenn ich den Millimeter setzen möchte? Kannst du eventuell mal platzieren, weil ich habe kein Material mehr. Na, hier ist es rot jetzt, wo ich draufstehe. Hier die 4 sind. Und die müssten nämlich jetzt eigentlich nach unten noch wieder abgestützt werden. Ja, muss ich mir halt in der Mitte den Pfeiler durchziehen. Ne? An den Tisch setzen. Ja. Bitte? Was ich am Überlegen bin, ist, das könnte man vielleicht auch machen. Natürlich nicht. Ja. Warum hab ich den Text?
dann werde ich gemobbt. Weil Pauper hat gerade dich gemobbt. Wir haben gerade Pauper gemobbt. Wir. Ist egal, wir mobben uns alle gegenseitig. Ja, das gehört dazu. Weil wir alle Möpse mögen. Ja. Die Diagonale einfach nur mal hochziehen bis an die Dachspitze. Du magst Möpse? Dann muss ich erst. Ja, ja. Mach ganz entspannt. Die Bäume kann ich auch. Die großen oder die kleinen? Bitte fahr jetzt nicht Richtung Haus. Mittelmaß. Mittelmaß. Ich mag alles. Groß und klein, dick und dünn. Wieso ist das eine Ding jetzt kleiner? Verstehe ich das? Warum ist der Stein jetzt. Der Tisch jetzt kleiner? Warum geht der jetzt nicht nach oben? Weil du hast auf den Pfosten gesnappt. Bist du sicher? Ja, deswegen meine ich, du sollst den Pfosten wegmachen, der auf dem Boden ist. Du blöder Vollpfosten hier. Nicht, dass hier alles einbricht. Du weißt doch, mein Haus ist auf dem Pfosten gebaut. Ja, es kann sein, dass es besser. Ein stabiles Fundament. Das erinnert mich immer so an Arke. Sag mal, ist das Lied neu? Hört ihr das Lied auch gerade? Das mit der Gitarre? Nee. Ich hab grad irgendwas mit Flöte. Ich hab das gedudelt wieder. Oh, sind jetzt schon wieder. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder für ein Material? Oh, wieder Edelholz. Schon wieder reparieren oder was? Oh, schon wieder Edelholz. Sag mal, was machen Sie auf meinem Tisch hier? Wo ist eigentlich der Karre? Die Schütze ist voll, sehen Sie nicht. Oh, ist die Blume wieder gewachsen? Der Löwenzahn. Baby! Ah, okay. Bei mir ist jetzt aufs Holz alle. Aber muss nur auf die Vorderseite zumachen. Hinten ist schon dicht. Dex verteidigt die Löwenschein mit seinem Leben. Sag, hast du die scheiß Karre immer noch nicht ausgeräumt? Ja. Ja, weil ich halt auf beiden Seiten nochmal eine Rippe ins Dach gebaut habe bis nach unten. Pau. Das heißt, alle vier spätestens braucht man eine Stütze. Ich würde gerne den Karren usen. Dann use ihn doch. Darf ich den einfach so mit fahren? Das ist unser allgemeiner Karren, aber dann lass mal einfach den machen. Wie nimmt man den denn? Also ich habe das Holz ein bisschen reingelegt hier drin. Vorne hingehen, ganz vorne und dann Du kannst nicht, geh mal weg, oder? Ich muss mal ganz aus der Kiste machen. Du kannst, andere Leute können da nur drauf zugreifen, wenn da gerade nicht getragen wird. Oh, ich bin zu schwer. Du müsstest nochmal das normale Holz oder wegräumen. Please. Ja, Sekunde, ich war gerade bei mir zu Hause. Gott. Dieses vom Dach runterrutschen ist echt widerlich. Sehr unangenehm, ne? Kann ich auf die Mitte? Ja, perfekt. Mach gleich noch ein Dings wegen Optics. Ich nehme das Holz mal ganz was in meine Kiste, ja? Pau. Ja, nimm ruhig. Die Allgemeinheit gefarmt. Ja, Allgemeinheit. In meine Kiste. So ist es. Ach, hier oben ist echt grenzwertig. Da geht es dann schon wieder im roten Bereich. Wie lust du denn eigentlich? Naja, ganz oben ist schnell vorbei, das stimmt. Zwischen den zwei Pinökeln und drückst dann News auf diese, Ich kann auch sogar schieben. Pass auf, da kriegt doch Schaden. Ich meine, den 45er gibt es nicht in kurz. Das ist ja doof. Warte mal kurz, Six. Nein! Bleib mal still, ich will ihn reparieren. Das soll ich. Du hast mir den Rücken gehauen. Ich hab's genau gesehen. Gar nicht. Würde ich mir nie trauen. Lügenboldin. Lügenpresse. Niemals. Da ist mein Karren. Sie verfolgen mich. Ja, sie wollen meinen Karren. Geht so halbwegs. Du kannst doch deine Werkzeug und so benutzen am Karren. Kreuz in die Mitte. Hä? Bist du voll Offroader? Okay. Ich geh hier alles Grunted Karren. Das ist ein bisschen nervig. Wie tue ich denn die scheiß Karren jetzt wieder ablegen? Nochmal Use drücken. Ah, okay. Wenn du mir den Karren gehst, Kollege. Ich weiß ganz genau, der Baum, wenn er jetzt gleich fällt, fällt er bestimmt auf dem Karren drauf. Ganz sicher. Jetzt reicht dir! Danke fürs Holz. Dexter, kleine Arbeiter. Ne, der Dexter weiß nicht mal, wie er einen Karren nutzt. Der ist kein Arbeiter. Jetzt kommt schon wieder so ein Kollege. Geh mir nicht auf mein... Nein, wir wollten doch noch ins Dungeon. Ja, aber ich nicht mehr. Es wird mir zu spät. Nein. Du ich komm beim nächsten Mal mit dann. Nein. Nee, dann bist du ganz raus. Aber jetzt geht es. Sonst vorbei jetzt. Du darfst nie wieder herkommen.
Paro, gute Nacht. Tschüss. Halt doch mal Preis. Welche hast du genommen? Na toll, das ist nur noch eine Männergruppe oder? Hier. Schrecklich. Ekelhaft. Das sind alles 45er. Einfach ekelhaft. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal. Bis ganz rüber das Kreuz fertig machen, sozusagen. Und dann einmal am Dach. Ich glaube, ich brauche da so eine Leiter nochmal für. Ich glaube, mein Boden ist halb morsch, weil es eine ganze Nacht lang reingeregnet hat. Ne? Ich habe verstanden, mein Boden ist halb morsch, weil es die ganze Nacht reingeregnet hat. Und gut, dass wir alle wissen, dass wir uns sehr gerne verhören. Mein Boden ist halb morsch. Oh, wie angenehm das aber ist, dass du keine Materialien zum Reparieren brauchst. Akuma, weiß nicht, wo die Akuma ist, keine Ahnung. Minecraft spielen. Minecraft. Der wahrscheinlich wieder. Die muss das ja eher riesengroße Arena bauen bei Minecraft. Verdammt, mir fehlen jetzt irgendwie noch 4 oder 6 Holz oder sowas. Was ist dein Plan? Vielleicht kann ich es umsetzen. Ja, komm her, ich droppe dir einfach 28, bitteschön. Ja, okay. Bevor ich dich frage, was dein Plan ist. Es ist prinzipiell jetzt einfach nur noch symmetrisch machen, dass es dann. Moment, ist das gerade? Ich gehe gerade einmal so rum und gucke, was ich. Weil manche Teile sind, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Ne? Ja. So, das war alles. Ja, so ein Kreuz würde ich vorne. Also hier dieses kleinere Kreuz, aber das hängt sich dann in die Wand rein, das sieht dann wieder doof aus. Nö, passt so. Ich hab mein Haus. Benni, wenn du das schon schön findest, wenn du abreißt, dass du das Material zurückbekommst. Das Geilste ist einfach, wenn du das... Dass du beim Reparieren kein Material verbrauchst, das meine ich. Ach, das ist nämlich genau das, das finde ich super. Reparieren ohne Material verbrauchen, super cool. Ja. Das kann auf jeden Fall was. Macht aber auch Sinn, ne, wenn die Teile so schnell kaputt gehen können. Die gehen einfach für mein Gefühl wirklich zu schnell kaputt. Ja, aber bisschen Regen und schon Schaden die ganze Zeit. Das finde ich schon heftig. Boah, die Karre ist voll hart, ey. Hacke. Was? War gerade auch mein Plan. Aber das muss, glaube ich, eins hoch hier, ne? Liegt davor? Ja, muss noch ein bisschen hoch. Man merkt schon, wenn eine Person fehlt, dass es gleich besser läuft. Ja, so geht das jetzt. Nein, kein Holz mehr. Keine Axt mehr. Jetzt kann ich das. Oh. Jo. Keine Steine mehr da. Ist doch neues. So, jetzt ist perfekt. Jetzt der Hucke hier so, dass du schön hochlaufen kannst. Ja. Wunderprächtig. Echo. Yay, ich hab mein Haus. Jetzt können wir Dungeon machen. Können wir gerne machen, ja? Bin dabei. Ich wäre. Ich hab jetzt ein Dach drauf, die Mitte funktioniert, ist okay, wir können eigentlich wirklich loslegen. Ist der Sauna-Bereich, Stone? Stone ist gemütet? Nee. Nein, ich bin nicht gemütet. Er ist konzentriert am Arbeiten. Ich hab Nein gesagt. Achso, kam nicht an. Im Bad genuschelt. Ein Bart hat er. Ein bisschen noch so ein Vollbart. Nein, die schönsten, sexiesten Bärte sind einfach. Schnäuzer. Schnäuzer, genau, gedrehte. Hanobalken. Immer geflochten. Ja, du hast geflochtenes Bärtchen, ne? Im Moment nicht, aber nicht ich habe genug Bart, um es zu flechten. Guten Tag, Achtung. Nee. Oh, ich hab dich überfahren. Nee. Jetzt, okay. Gott, Wandleuchter sind ja ganz schön teuer. Boah, das ist echt krass. Du haust einen halben Wald ab und du kriegst 29 Edelhölzglies. 29? Ich geh nochmal ganz kurz. Pipi-Pause. Dann können wir von mir aus los. Ja. Und diesmal lasse ich wirklich alles, ich wollte alles da lassen. Letztes Mal habe ich mein komplettes Inventar verloren, weil ich unter die Karte gebuggt bin. Schrecklich.
meine Met-Taverne. Auch schon mal ein Stück weiter. Die eine Hälfte schon mal flach dran. Was? Fehlende? Oh, schon wieder kein Holz mehr. Leck mich doch am... Leute, schreibt mal in die Kommentare. Aber ihr könnt auch in die Kommentare, die werden ja auch bei YouTube hochgeladen. Also ihr könnt in die Kommentare schreiben, ansonsten die Leute gerade bei Twitch sind. Was könnte man noch bauen? Wo ist allgemein? Ja, was wir noch so jetzt in unser Dorf noch reinquetschen könnten. Wenn man Tiere ziehen kann, 100 pro, dann ein Zuchthaus. Tierhaus. Ich glaube, man kann aber keine Tiere züchten in dem. Man muss die, glaube ich, ein Zaun. Wie nennt man das? Wie nennt man das auf Deutsch? Ich muss gerade überlegen. Gehege? Gehege, dankeschön, genau. Mir ist auch gerade gekommen. In so ein Gehege muss man die einbauen. Oha. Jetzt ist es gekommen. Wo hat die Pau die Das Ding, Kiste das der Gerät. Oh, die Tür einmal auf. Der Gerät. Da. Aussage. Ah doch, da war sie. Ah, guck mal, jetzt habe ich, weil ich das Teil in die Hand genommen habe, also das Gerät. Nein, ich meine die Hake. Es ist zu spät. Alles. Hand genommen, jetzt hat das eigentlich. Jetzt habe ich mein Gerät endlich mal in die Hand genommen. Ah, guck mal hier. Muss hier noch repariert werden? Ja, ne? Aber, glaub. War zu langsam. So, wieder da. Welcome back. Genau, willkommen zurück. Hui. Aua. Halb tot. Hallo. Und hier kommt eine der Werkstätten hin. Du hast die Stützen vergessen. Ich habe kein Material. Hier eine Stütze, da eine Stütze. Ah, du hast Edelholz? Rapunzelturm. Nee, Kasimir. Achso. Das wäre meine Aufgabe. Oh, deswegen so, hä? Stahl, gibt es eigentlich auch Pferde? Also ich würde das echt. Dies wird bestimmt auch noch dazugekommen. So ein schönes Wikinger-Pferd, so ein. Wie heißt das? So ein. Wie heißt Isländer. Die? Oh, die heißt noch auch, glaube ich. Was für Blüter sind die? Warmblüter? Kaltblüter. Kalt, auf jeden Fall kalt. Naja, stimmt, das ist ja ein keltisches Gebiet. Ja. Aber die Wikinger haben. Eigentlich keine Pferde. Wir hatten Schiffe. Hunde hatten sie. Hunde doch, und Kühe Pferde, auf jeden Fall. Halt. Wollen wir ins Bettchen gehen? Wird es gerade Nacht oder Tag? Gerade Nacht. Gerade Nacht, ja? Ja. Also es gibt diese Isländer. Die sind ja ziemlich klein und robust. Sonora, danke für dein Ready. Ja, dann gehen wir ganz kurz mal Pennon. Pennon? Kann man jetzt schon schlafen gehen? Ich finde das ganz schön hier beim Gnome und beim Grave, dass es schon so schön zusammengesetzt ist, die Häuser. Passt ganz gut. So, ich bin am Schlüffeln. Moment, geht Wolf gleich los. Gehen. Bordell. Ja, ich habe. Das ist ja eigentlich mein Methaus. Es gibt ja noch so ein geheimes Kämmerchen da hinten. Was? Mit der Statue? In der Mitte für. Ein Theater für Pau und Dex. Was? Ein Hinrichtungsplatz, das ist nicht schlecht. Aber man kann, glaube ich, keinen Galgen bauen, ne? Aber man könnte einen so darstellen. Wer Grave, denn nicht im Bett? Der Grave, der steht hier doof. Ich muss noch hier fertig kochen. Junge, hast du kochen. Kannst du sowieso Vorwut. Nicht.
ist das sowieso mal auch alles verbrannt. Brenn dich gleich. Sonora, alles ist doch also egal. Ob drei Personen, ich sag's auch immer, ob drei Personen, 50 Personen oder 1000 Personen. Raid ist Raid. Dankeschön. Ich hab verstehen, du stehst an dem Bug. Ich so, hä? Komm, hier meine Kartenspielecke. Warte. Ey, verbrenn dich, du Schweinepriester. Gib mir die Karte wieder zurück, die du mir geklaut hast. Dein Bart ist schon hässlich. Aua. Ich brenne jetzt mal hier die Bude an. Kann das nicht eigentlich brennen, wenn ich hier mit dem Holz... Nein, habe ich eingesperrt. Ach, die Tür geht aber innen. Ey! Also, wollen wir los? Ich weiß nicht, wo Nami brennt, oder was? Ich hab gebrannt. Ich kann markieren. Ich hab kurz gegessen, jetzt ruhe ich mich kurz aus, dass das Leben einmal hochgeht. Und dann können wir von mir aus losrennen. Boah, mit nichts anderes mehr an Nahrungsmitteln hier, außer... Honig. Ah, und hier ist auch noch... Ja, es ist ein bisschen wenig, wa? Und das, es fehlen noch, wie heißen sie? Honig oder sowas, ne? Oder? Haben wir da Honig auch da? Honig haben wir noch, Honig, aber das auch. Bringt nicht so viel. Doch, das bringt nur was in Kombination mit anderen Sachen. Ja. Ist Honig? Mal Fleisch, Honig und eine Frucht. Hab ich sogar alles. Aber ja, dann müsstest du bei fast 90 oder über 90 Leben sogar sein. Das schon, aber der will ständig wieder neu fressen. Weil es ja, halt nicht so der lange. Der Honig hält nicht lange, das stimmt. Genau. Das ist ein Wikinger, was halt noch was bringt, ist dieses Nixenfleisch. Ja. Noch ganz gut. So, können wir los? Ja. Ja. Ich lade mich noch kurz aus. Wie, das habt ihr noch nicht gemacht? Nee. Muss ich auch noch machen, ja. Hat andere Prioritäten. Ich bin leer, so leer wie ich sein kann. Aber es ist immer schade, wenn man alles dann ausleert und nichts mitnimmt. Nachher findet man irgendwelche Sachen, die man vielleicht nutzen könnte für zum Abbauen. Ja gut, die Werkzeuge nehme ich mit. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber letztes Mal habe ich alles verloren. Ja, das warst ja auch du. Ich war ein scheiß Bug. Nix, ich will trotzdem alles mitnehmen, ist doch egal, dann macht man es halt nur. Wenn nichts immer leicht rumzulaufen, das wäre. Aber ein Hammer, was brauchen wir mit dem Hammer jetzt? Weg damit. Ist doch nicht schlimm. Wie lange dauert's? Oh, das hat jetzt 10 Sekunden gedauert, bis der Hirsch tot umgefallen ist. Bei mir ist das direkt passiert, aber. Echt? Bei mir hat das ewig gedauert. Ich weiß ja nicht, wann du den Fall bei dir geschossen hast.